Ja, ne, wie gesagt, Lückensynchronisation. Zur oberen Ebene raus und über den Plaza. Beziehungsweise Betonung ist nicht gerade die beste gewesen. Denn ich glaube, es hätte heißen müssen, sie haben sich gerettet. Jo, was haben wir hier? Ein Standardmenschen. Das dürfte auch Pi mal Daumen mit der Größenordnung hinhauen zwischen Space Marine und Menschen. Space Marines können sogar noch ein bisschen größer sein, je nachdem. Das hier ist ein schwerer Bolter. Das ist das, was ein Space Marine eigentlich in den Händen trägt. So ein Imperialsoldat braucht dafür ein Stativ. Ja, warum nannten sie uns Lord? Das geschah aufgrund dessen, dass Space Marines. Bemerkenswert. Ein paar hundert gegen eine Million Orks. Und sie kämpfen weiter. Was? Nur im Tod endet der Dienst. Weg! Meine Beine. Ich spüre meine Beine nicht. Ich durfte noch einen Space Marine sehen. Ja, durftest du. Gott Imperator, wache über jene, die in deinem Namen kämpfen. Ja, die Ausfallquote der imperialen Soldaten bei Kampfgeschehen sehr hoch. Überlebenschance eines imperialen Soldaten liegt bei 15 Stunden auf dem Schlachtfeld. Ja, zurück zu den, warum nannten sie uns Lord? Space Marines sind, wie gesagt, was Besonderes. Es gibt nur circa 100 Orden. Pi mal Daumen. Jeder der 100 Orden besteht aus 1000 Space Marine. Jede Kompanie aus 100. Meistens, wenn sie an die Codex Astartes halten. Und das war es. Und das in unserem gesamten Sonnensystem, unserem gesamten Universum. Weil das ist ja das Hauptuniversum, dem Warhammer 40.000 spielt. Und dementsprechend ist es auch eher seltenst, dass ein imperialer Soldat davon berichten kann, dass er einen Space Marine gesehen hat. Captain, ich bin bei den Wachlinien und einem Monument in Stellung. Und Lord deswegen, weil sie halt wissen, was ein Space Marine auf dem Schlachtfeld eigentlich kann. Ein Space Marine ist so viel wert wie 10.000 imperiale Soldaten. Im Übertrieb könnte hinkommen. Sergeant, wie ich sehe, haben Sie eine Beschäftigung gefunden. Keine Sorge, Captain. Ich habe Ihnen ein paar Orks übrig gelassen. Die Orks verteidigen das Geschütz sehr gut, keine Frage. Aber typisches Ork-Verhalten wäre, das Geschütz zu zerlegen oder zu zerstören. Und sicher nicht, um es gegen unsere Männer einzusetzen. Dahinter steckt eine Strategie. Ihr Anführer ist kein Narr. Dieser Tag wird langsam interessant. Ja. Ich sah den Ork während unseres Sprungs zur Oberfläche. Das ist wohl das Ork-Schiff, das hier abgestürzt ist. Hat er überlebt? Wenn die Horde sich nicht selbst bekämpft, wird sie noch von ihm geführt. Wir schauen uns mal noch ein bisschen um, weil die Schädel sind meistens versteckt. Das sind so ein bisschen Hintergrundinformationen, die man sich abrufen kann damit. Beziehungsweise das dort ist es eigentlich. Doch, kann man eigentlich auch schon als Äquivalent nehmen. Dieses Symbol hier ist das Symbol des Maschinenkultes. Denn Maschinen werden aufgrund dessen, dass das Wissen verloren gegangen ist, wie die meisten Maschinen hergestellt werden, als lebende Wesen vergöttert oder als Maschinen, als Dinge, die eine Seele, einen Geist besitzen. Und der Maschinenkult basiert halt darauf, auf dieses Wissen, auf diesen Glauben. So, das ist halt ein Planet des Maschinenkultes. In dem Falle sogar eine Titanenschmiede, wo Titanen hergestellt werden. Titanen sind riesige, also Betonung liegt wirklich auf riesige Kampfläufer. Der kleinste ist eigentlich der Scout-Titan oder auch Warhound-Titan. Und der hat so um die 40 Meter Höhe, Pi mal Daumen. Circa, also der weicht manchmal ab vom Hintergrund, ja. Aber wir nehmen uns erstmal unsere neue Waffe. Waffenautorisation bestätigt. Ein Kettenschwert, das wir auch schon kennen. Ein Zahnkettenschwert, Nahkampfwaffe. Maus 2 zum Angreifen. F plus Maus 5 zum Lähmen. Was auch immer Maus 5 ist, ich habe keine Ahnung. Egal. Wir drücken einfach F. Gib mir mal das Kettenschwert. Und Ja.
Ja, ich brauche ein paar Leben. Bin mal gespannt, wie weit wir kommen. In der Testaufnahme bin ich schon recht früh verreckt. Weil ich einfach mit der Steuerung Maustastatur nicht klarkomme. Ich hab's für die PlayStation schon durchgezockt. Mit einem Kumpel einmal und einmal habe ich es nochmal selbst durchgezockt, weil ich einfach selber mal das Ende erleben wollte. Aber ich bin halt Joypad gewöhnt und Maustastatur ist ein bisschen schwierig. Da steht es nochmal F plus Maus 5 zum Gegner betäuben und dann mal lecker das E drücken, um. Wow! Dann nochmal E drücken, um. Na? Uns aufzuladen. Granaten wären cool. Ah ja, ich habe mir doch Granaten auf G gelegt, wenn ich welche hätte. Ne, weil Strafe irgendwie eine andere Taste total bescheuert. Also irgendwo T oder F oder irgendwie so. Eine Taste, die irgendwie unlogisch erscheint, um dort mit dem Finger schnell ranzukommen. Och, jetzt reicht's mir. Packen wir mal die schweren Geschütze hier aus. Ja, warum platzen diese schönen? Weil ein Bolter Sprenggeschosse verschießt. Die bei Aufprall explodieren. Und wer jetzt sagt Zukunft, nein, gibt's wirklich. Diese massereaktiven Geschosse gibt's wirklich. Wird vom US-Militär für Kaliber 50 Scharfschützengewehre zum Beispiel eingesetzt. Hier kann man doch irgendwo hoch. Auf den Sturm der Orks. Naja, lass die mal da hinten rumlaufen. Die spielen doch nur. Squeak, Squeak, ich hasse es. Ich hab's gesagt. Ja, das war gerade ein Squeak. Ein Squeak ist irgendein Viech. Ich sag mal, ist auch eine orkoide Lebensform, nenne ich es erstmal. Ist dumm wie Brot. Frisst wahrscheinlich auch noch welches. Irgendein dummes Tier der Orks halt. Und in dem Falle mit Sprengladungen versehen. Ein sogenannter Sprengsqueak. Hey, eine lebende Bombe. Space Marines. Das war euer Squeak. Dafür kann ich nix. Eure Schuld. Aufpassen, Landungsschiff. Es sind zu viele. Das hört nie auf. Zum Komma, schießt auf, da geht gleich hoch. Granaten, 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 Granaten. Liegen da irgendwo Granaten rum. Boah. Landungsschiff im Anflug. Ja, wir verrecken hier gleich, weil wir uns nicht heilen können. Und weil wir keine Granaten haben. Jo, ne? Was war das? 500 Tode, 200 Tode auf einmal? Oder wie war das jetzt gerade? Ich habe das nicht so richtig gesehen. Wir bräuchten unbedingt Lebenspunkte, weil jetzt wird's kacke. Der da macht uns nieder. War klar. Mit so wenig Lebenspunkten
Oh, er zuckte noch. Ja, dann, ne? Geil. Nicht mal zwei Folgen und schon verreckt. So. Das Neune. So, versuchen wir es mal. Da hat meine Maus gerade gesponnen. Da ist immer noch einer. Komm, 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 komm. Energieschild, Energieschild und nachladen. Komm, Dichter, komm, Dichter. Los, komm schon, den Dicken. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, trau dich! Du Biest! Ja, bei dem Spiel kann man richtig schön ein bisschen abgehen, finde ich. Jetzt fall schon um. Fall um, du Sau. Fall um, du Sau. Nein, 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 falsche Taste! Ah! Ah! Zweimal in eine Folge, geil! Ja, deswegen meine ich, mit Joypad ist das so scheiße. Mit Joypad ist das so viel einfacher zu spielen. Warum spiele ich es trotzdem ohne, weil es Spaß macht. Einfach, weil ich es möchte. Wir schauen mal, wie weit wir diesmal kommen. Vielleicht überleben wir es ja endlich mal. Ja, Panzerboys von Dimensions. Ja, ja. Bitte, 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 heilen, heilen, heilen. Heilen. Ja. Dichter, dichter, Feuer. Und noch lang. Anlauf, da ist er wieder. Kann man das abbrechen? Nein, kann man leider nicht. Los, los, los! Geht doch, du Sau! So geht das.